Hallo Leute, weiter geht's mit Xenonauts 2. In der letzten Folge haben wir hier diese taktische Mission gestartet, haben auch schon neue Gegner kennengelernt. Echsenmenschen nenne ich sie mal. Und sind jetzt dabei, hier die Karte von denen zu befreien. Problematik ist jetzt gerade, hier ist so ein neuer Gegner aufgetaucht, schwer gepanzert und mit 15 HP mehr als die normalen nächsten Menschen. Unsere zwei Leute sind ein bisschen out of position. Mal sehen, was wir machen. Jeden Fall werden wir unsere Sniper schon mal positionieren. Hat hier irgendjemand noch eine Granate? Ja, die zwei Sniper. Also der wird wahrscheinlich hier in die Richtung vorstoßen. Wenn ich mir das recht anschaue, hat der auch eine andere Waffe als die anderen beiden. Seht ihr das? Der hat ein Gewehr. Sieht mir fast wie eine Schrotflinte aus. Bedeutet, wir sollten so viel Entfernung zwischen uns und ihm bringen, wie geht. Mir ist das ein bisschen zu riskant, hier zwei Leute da nur gegen den am Start zu haben. Deshalb ziehen wir uns mit denen zurückziehen. Der gute alte Mars könnte ja noch ein bisschen Damage auf sich ziehen. %. Hat das Penetration? Null, aber das kann Armor zerstören. Na, 30% ist ein Witz. Dann bleib einfach stehen und nutze den Überwachungsschuss. Bereitest dich vor für die nächste Runde. Ebenso die Sniper gehen mal in Stellung. Beide haben so eine Sprengladung. Die Hocke. Der Typ mit seiner nutzlosen Waffe. Betäubungsschaden, was denn jetzt? Eine deiner Einheiten gerade Betäubungsschaden erlitten, normalerweise durch das Einatmen von Rauch. Oh. Okay. Dies wird durch eine gelbe Zahl über ihren Kopf angezeigt. Der gesamte Betäubungsschaden wird durch einen kleinen gelben Balken unterhalb des Lebenspunktebalkens dargestellt. Übersteigt der angesammelte Betäubungsschaden jeweils die aktuellen Lebenspunkte, wird diese Einheit bewusstlos. Wird was Neues dazugelernt hier unten. Schaut mal, dieser ganz kleine gelbe Strich. Also muss man aufpassen, wo man langläuft. Das ist zu weit, da kommst du nicht mal hin. Oh. Hier gibt es auch noch Aliens. Da ist ein toter Zivilist. Warte mal auf deine Leute hier. Die müssen wir noch zurückziehen. Küsst halt mal dahin.
gesagt, so viel Entfernung wie geht dazwischen bringen. Der schafft es nicht bis dort runter? Hä? Hey. Wir haben doch aber auch gar nichts ausgewählt. Ja, jetzt schafft es bis runter. Das Ding ist, der wird schießen. Blendgranate. Der hat eine Rauchgranate. Dann nehmen wir uns aber für die Gegenoffensive, sag ich mal, dann die Sicht. Das bringt's doch auch nie. Komm, du schaffst das. Ja, wunderbar, der hat gar nicht geschossen. Der Knilch. Das war's. Runde beenden. Bin gespannt, was der macht. Wahrscheinlich den Zivilisten killen. Schön. Schöner Treffer. Wow, schaut euch das mal an. Seht ihr das? Das ist ja ein nice Gimmick. Wo hier diese Wasserbehälter getroffen wurden, kam dann richtig Wasser raus. Genial, sowas gefällt mir ja. Solche Kleinigkeiten. Das lief besser als gedacht, aber habt ihr gesehen, der hat sich... Entweder hat er sich automatisch geheilt oder sich irgendwie was reingedrückt, eine Heilspritze oder so. Wir hatten den schon auf, ich glaube es waren 30, auf 55 oder so runter. Und unser Plan, dass der Mars das Feuer auf sich zieht, hat auch funktioniert. 41% Trefferchance. Was ist denn, wenn du das hier wegschießt? Selbst. Ja, da ist 69. Schieß mal. Achso. Raketenwerfer natürlich noch auswählen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir könnten die Deckung wegballern und wahrscheinlich auch den seine Rüstung. Perfekt. Sniper. Mach's mal gut. Elite-Echsenmensch. Nicht von schlechten Eltern. Wir brauchen hier auf der rechten Flanke noch Verstärkung. Da müssen wir Leute hinschicken. Wo ist denn der andere Sniper? Hier. Den schicken wir noch mit hier rüber. Ah! Ja, schau mal, was wir gefunden haben. Wo ist denn die Schildmaid? Komm ran. Du bist die Erste, die da ins Schiff muss. Nun ist die Frage, ziehen wir alle unsere Soldaten und Soldatinnen zu dem Schiff? Oder erkunden wir weiter die Karte? Ich denke, wir werden die Karte weiter erkunden. Wir haben ja die Option, also am Anfang des Missionsbriefings, ich kann es euch auch nochmal zeigen, stand ja da, dass wir auch das Schiff gegen Feinde halten sollen. Also steht das halt so, dass wir dann theoretisch auch die Aliens anlocken können und die auch besiegen könnten. Indem wir dann das Raumschiff halt verteidigen. Aber wir sind... Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier nicht 100 Aliens sind. Wir werden die Karte erkunden. Wir sind jetzt hier schon so weit. Schaut mal, das ist schon der Kartenrand. Der Zivilist hat die ganze Zeit überlebt. Wahrscheinlich wird es dann hier keine Gegner geben. Hoffe ich doch mal.
Also hier kann alles Alien verseucht sein. Am Schiff. Toter Zivilist und so. Da sollte man wirklich... Kaum sag ich's, schon ist ein Alien da. Da sollte man wirklich vorsichtig vorgehen. Das bedeutet, einer gegen so einen allein, kannst du vergessen. Gibt's hier... Ist hier ein Dach drüber? Ja, hier ist ein Dach drüber, okay. Lass mal zurückgehen. Und auf Verstärkung warten. Die haben halt keine Zeiteinheiten mehr hier. Du kannst ja mal gucken. Als ob ich's gewusst hätte, ja. Hier ist alles komplett Alien verseucht. Rückzug. Aber ja, hat er vielleicht eine relativ gute Schussbahn. Sichtfeld. Schussfeld. Ihr wisst, was ich meine. Hier gibt's nichts weiter. Na, wobei. Hier gibt's schon einiges, was als Hindernis gewertet werden könnte. Auf jeden Fall bleibst du hier erstmal stehen. Und wartest ab. Wahrscheinlich auch Schrotflinten. Echsenmenschen. Willst du nicht getroffen werden von dem Zeug? Oder sogar mal den Mars noch mit ein. Runde beenden. Mutig, mutig, der Zivilist. Ich würde mich unter den Trecker legen an deiner Stelle. Ich gehe mal davon aus, dass hier hinten kein Alien ist, denn sonst wäre der Zivilist wahrscheinlich schon längst Matsche. In der Hand? Tatsächlich. Komm, hilf uns. Hilf deiner Rasse gegen die Aliens. Das Gebäude können wir mal noch durchsuchen. Ich habe wieder nicht dran gedacht hier, der ist durch den Rauch gelaufen. So, hier wird es jetzt interessant. Schildmaid, geh mal scouten. Ob du ein Alien siehst. Siehst du. Die verteidigen halt ihr gecrashtes UFO. Überzeug uns mal davon, hier gut zu sein. Wow. 1% Trefferchance. Das Ding ist, wenn wir hier die ganze Deckung wegschießen, haben wir halt auch keine Deckung.
Okay. Der Zaun muss weg. Ich hoffe, du kriegst das hin. Ist das jetzt der richtige Zaun oder der Zaun? Aber es wird, glaube ich, alles zerstört. 52%, das ist halt ein Witz. Aber es hat getroffen. Gut, gut, gut. Jetzt geh wieder in Deckung. Violet. Feuer frei. Noch einen zweiten Schuss hat sie natürlich nicht, aber sie geht mal in die Hocke. Du wagst dich noch ein Stück vor. Gehst ebenfalls in die Hocke. Der hat schon ein bisschen was kassiert hier, da müssen wir aufpassen. Den werden wir dann erst in der nächsten Runde zum Einsatz bringen. 19. Für einen schnellen Schuss. Bleibt man da. Es muss nicht sein, dass er so ohne Deckung da steht. Dann lieber ein bisschen in Deckung gehen. Okay. Hier sind da auch noch Aliens. Da ist er. Die Herr oder Frau Echse. Sehr gut. Nichts mehr an Deckung. Aber die Schrotflinte ist halt, ja, auf die Entfernung viel zu ungenau. Für die Splittergranate leider keine Zeiteinheiten mehr. Mr. 96%. Geht los. Gezielter Schuss. Das sind 59. Wie viel hast du? Ja, gezielter Schuss und dann noch einen normalen Schuss. Die müssten beide treffen. Ansonsten war's das. Salvenschuss? Ne, das ist. Das wird nix. Baller erstmal den gezielten Schuss ab. Sehr gut. Unterdrückt, Zeiteinheiten sind weg von dem. Die 50-50-Chance. Also wenn ich das System so verstehe, kann der sich in der nächsten Runde nicht bewegen oder beziehungsweise nur wenig schießen oder wenig machen. Klar, seine Kumpels könnten zu Hilfe kommen. Das Ding ist halt, wenn wir ihn jetzt nicht erledigen, hat er halt noch ein paar Möglichkeiten, indem er sich halt heilt. Aber es sind halt nur 10 Trefferpunkte. Wenn Mr. 96% noch genügend Zeiteinheiten übrig hätte, würde ich jetzt schießen, aber das ist mir zu riskant. 50%. Dann warten wir erstmal ab und beenden die Runde. Okay. Der eine verdrückt sich, der andere geht nach vorn. Der steht hier. Lass uns hier die Leute erstmal noch ein bisschen ranholen. Da oben war ein Zivilist, heißt, da wird kein Alien mehr sein. Mal rein.
es kann, aber ich glaube nicht, dass hier ein Alien ist. Ich hoffe es mal. Kein Alien. Sniper können wir hier noch gut gebrauchen. Kommst du mit über die linke Flanke? Jetzt wird es hier interessant. Zwei sind hier in der Gegend. Wir gucken erstmal über die rechte Flanke. Wir schicken wieder die gute Nadja los. Der hat sich geheilt, aber ist auf der Stelle stehen geblieben. Ein Stück nach vorn. Dann kommt der gute Radek mit ins Spiel wieder. Frei. Da hat man Glück, dass er uns verfehlt hat. Kriegen wir die 14% noch weg? Denkt dran, hier links steht halt auch noch einer. 50-50 Chance. Wir könnten dann noch einen Schnellschuss versuchen. Ach Mann! Lass mal in die Mitte nochmal gucken. Genau, zerstört die Deckung einfach. Ja. Das ist so ein bisschen der Nachteil des Mars und generell der Raketenwerfer, dass die halt auch linear schießen und halt keine ballistische Flugkurve haben. Ja, 43% kannst du vergessen. Du hast halt effektiv nur die Pistole. Wir riskieren es. Jawoll. Warte mal, was hast du jetzt noch an? 16. Ja, das nützt überhaupt nichts. In die Ecke kommst du nicht mehr. Zieh dich mal so weit zurück, wie geht. Du hast auch komplett alle Zeiteinheiten ausgegeben. Der Winkel ist halt bescheiden. Wenn wir die Wand hier wegrasieren, könnten wir mit ihm hier einen Schuss abgeben. Aber das Geländer müssten wir halt auch wegrasieren, damit der gute Mars hier drauf ballern könnte. Halt schade, dass sie keine Granaten mehr hat. Etwas verzwickt. Wir könnten auch sagen, wir chillen und lassen ihn kommen. Weil die rechte Flanke läuft. Wir können ihn dann von zwei Seiten angreifen. Würde aber bedeuten, dass wir den Mars auf jeden Fall zurückziehen müssen. Weil das Alien kann uns ja auch ordentlich unter Druck setzen. So bleibst du stehen.
Bande beenden. Was stand dort? Habe ich nicht gelesen. Ach so, dass er noch volle Zeit anhalten hat. Ja. Soll man durch die Wand durchlaufen oder was? Das bringt nichts. Könnten ihn noch so positionieren. Machen wir nie, weil wenn der um die Ecke gelaufen kommt, der ballert den doch komplett um. Ui, was ist denn das? Ein schwebendes Gehirn mit Tentakel? Ekelhaft. Prozent, ja komm. Perfekt. Du hast noch so eine Sprengung, so eine Sprengladung. Die könntest du... auch wahrscheinlich zu weit weg sein. Da ist die Mauer im Weg. Aber nicht mehr lang. Was sagt unsere Sniperin? Leute, 80%. Trotz dieses Teils hier, dieses Zauns. Hat mir eigentlich den zweiten Sniper lang geschickt. Der könnte sogar eine freie Schussbahn haben. Rüstung wegrationalisieren und dann lassen wir die zwei Sniper drauf schießen. Ach, der konnte ja wieder keine Rüstung dezimieren hier. Ich hasse diesen Werfer jetzt schon. Du kannst halt zweimal schießen. Schon beim ersten Mal. Sehr gut. Ohoi, die Tür ist auch weg. Feuer frei. Nur noch 5 HP. Dazu brauchen wir die Zeitanhalten des Snipers nicht. Denke ich mal. Oder? Halt, keinen Salvenschuss. Ein gezielter Schuss wäre gut. Das trifft. Ui, da habe ich mich aber schön verschätzt. Ach, wieder an die Deckung nicht gedacht. Mist. Denkt halt dran, dahinter ist noch irgend so ein Tentakelmonster. Reicht das für den normalen Schuss? Ne? Das Ding, du. Ja, jetzt stehst du da. Haben wir nochmal so ein Schwein? Ich glaube eher nicht. Noch einen Schützen. Da gibt es keine Tür, wo du stehst. Aber Fenster, warte mal. Ja, geht doch. Wenn wir da hingehen, 79%.
reicht uns aus. Hä? Hä? Da stand doch 79%, jetzt waren es nur noch 55. Wahrscheinlich, weil das mit gezielten Schuss war. Oh, das ist natürlich Mist. Kommt schon, die 5 HP. Die kriegen wir doch noch irgendwie weg. Ja, der hat nichts mehr. Sie wird mit der Pistole zu weit weg sein. Das ist das zweite Alien. Ui, das ist ja schwerst gepanzert. Zwei sind anscheinend beim Absturz schon umgekommen hier. Das ist ja wohl ein Witz. Nee, keine Deckung. Schrotflintentyp. Da ist ebenfalls wieder die Mauer im Weg. Ja, 0%. Aber er ist unterdrückt, also viel Schaden kann er wahrscheinlich nicht anrichten, hoffe ich doch mal. Wie weit kommst du denn, wenn du jetzt hier den gezielten Schuss dir aufhebst? Bis dahin. Das hat es nicht besser gemacht, oder? Das Teil müssen wir wegkriegen. Hat hier irgendwer was? 24, Leute, der kann doch mal aufs Geländer schießen. Ist klar, 30% Trefferwahrscheinlichkeit, du. Hatte ich schon mal erwähnt, dass mir dieses Heavy-Teil hier komplett auf die Eier geht? 30%, um ein Geländer zu treffen. Du stehst 5 Meter entfernt. Verzweiflungsschuss. Ohne Worte. Nun gut, dann hoffen wir mal, dass er nicht viel machen kann hier, der Alien. Wir werden sehen in der nächsten Runde und vor allem, was das Tentakelmonster ist. Spekulatius würde ich mal sagen, das ist hier irgendwie so Gedanken übernehmen. Vieh, weil besteht ja nur aus Gehirn und Tentakel, das Teil. Freunde der Nacht, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, welche morgen erscheint. Denkt dran, Däumchen nach oben wäre super, was in die Kommentare und ganz, ganz wichtig, rechts oben, rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns morgen, bis dahin, bye bye, euer Sadu.